Kayvan Sufi Siavash, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle besser unter dem Namen Ken Jebsen, war zuletzt zu Gast beim Comedian Nikolai Binner. Insgesamt ein sehr erhellendes Gespräch, ich habe es auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ein Teil hat mich allerdings nicht losgelassen. Nicht unbedingt nur, weil ich es anders sehe, sondern weil ich die Motivation zu dieser Haltung nicht durchschauen kann. Bevor ich zu meiner Haltung komme, möchte ich einmal betonen, dass ich Ken Jebsens Werdegang sehr schätze. Er war sicherlich auch eine Inspiration in Sachen Erkenntnismut, Selbstreflexion, neue Wege gehen und sicherlich auch in Sachen Sprechgeschwindigkeit. Ken Jebsen bzw. Kayvan ist immer wieder für eine Überraschung zu haben, nicht zuletzt deshalb, weil er oft Dinge anspricht, die sich andere noch nicht mal zu denken trauen, und er erreicht damit Massen, was natürlich nicht bedeutet, dass ich mit ihm in allen Belangen übereinstimme. Wir hören mal rein. Mich interessiert, weil ich beschäftige mich gerade mit dem Thema. Wie stehst du zu dem Thema Migrantengewalt? Weil in letzter Zeit gab es wieder viel Messerstechereien und ich habe das Gefühl, zumindest wenn ich mir so die Nachrichten dazu angucke, dass es tatsächlich auch immer mehr wird. Und die BKA-Statistik, gut, die letzte war jetzt vom Jahr 2021, zeigt da ja auch, dass irgendwie, ich glaube, was war die Zahl? Ich will jetzt keine Zahl sagen, auf jeden Fall mehr als es eigentlich, also überproportional auf jeden Fall, gerade was Vergewaltigung und Messergewalt und so angeht, sind es tatsächlich Migranten und Leute mit Migrationshintergrund. Du hast ja selber einen Migrationshintergrund. Und was ist... Gleich in die Fresse! Digga, für eine Millisekunde habe ich mich gerade erschreckt, Alter. Okay, cool. Hätten wir das auch mal geschafft, dass mich Kayvan erschreckt hat. Ja, wie ist dein Blick da drauf? Würdest du sagen, das ist ein tatsächliches Problem oder hast du da einen anderen Blick drauf? Und wenn ja, was kann man machen? Also es gibt ja viele Leute, die gehen dann oft in diesen, naja, aber ich meine, die wurden ja auch diskriminiert und also als ob sie es entschuldigen würden, dass jetzt Leute abgestochen werden. Nein, du kannst das nicht entschuldigen. Und es gibt einen Unterschied, ob man für etwas versteht oder ob man Verständnis dafür entwickelt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich kann als Strafverteidiger einen Terrorist verteidigen, ich bin aber nicht der Meinung, dass das eine gute Idee war. Aber ich versuche seinen Standpunkt dazu. Das ist unser Rechtssystem. Also die Antwort ist im Grunde simpel. Man kann Migranten benutzen. Sie werden ja auch benutzt. So. Und zwar immer dann, wenn sie, also Migranten werden auch als Waffe tatsächlich benutzt, nämlich ein Land bombardieren, um Migranten zu erzeugen, damit dort ein Brain Drain stattfindet. Ich sage auf der anderen Seite, wir müssen hier in Deutschland aufpassen, dass wir aufgrund unserer Geschichte nicht eine falsche Toleranz entwickeln. Nach dem Motto, wenn der aus dem Ausland jemand abstechen will, naja, der hat eine schwierige Jugend. Soweit erstmal d'accord. Ja. Auf der anderen Seite kann man noch eins sagen, wenn wir jetzt wieder für Krieg reden, viele von denen, die hier sind, sind aus Kriegsgebieten und sind traumatisiert. Das ist nämlich das fucking Ergebnis davon. So. Okay, ich kenne das Video ja schon und ich möchte euch nicht mit einem ellenlangen Video langweilen. Deswegen sage ich es einmal und ab dann nur noch das Codewort. Dieses Argument, wir exportieren Bomben und deswegen importieren wir Migranten, das wird Kayvans bestes und im Endeffekt auch einziges Argument in dieser Debatte sein, weshalb er das Gespräch in den nächsten 25 Minuten auch immer wieder auf diesen Punkt lenken wird. Ich will dieses Argument ein für alle Mal abarbeiten und dann in der Debatte voranschreiten, denn es ist ja nicht so, dass wir dieses Argument nicht schon seit 10 Jahren in Dauerschleife hören. Die Welt hat sich weitergedreht. Soweit, dass selbst ein Nikolai Binner, der sich noch vor ein paar Jahren als Normie verstand, mittlerweile das Problem sieht. Zum Argument. Viele von denen, die hier sind, sind aus Kriegsgebieten und sind traumatisiert. Das ist nämlich das fucking Ergebnis davon. So. Und hier meine drei Argumente dagegen. Erstens, Deutschland selbst bombardiert niemanden. Von deutschem Boden aus werden Raketen und Waffensysteme gesteuert, aber hauptverantwortlich für diesen Vorgang ist die USA, die das unter anderem von Rammstein aus macht. Wir bombardieren nicht, aber wir kassieren die Millionen von Zuwanderern. Das nur zu den Fakten. Was wir machen, und zum Terminus wir komme ich auch gleich, ist, wir liefern Waffen, wir exportieren Rüstungsgüter und bereichern uns an dessen Handel. Von wir kann aber dennoch nicht die Rede sein. Es sind Investoren, Händler auf einem mehr oder weniger internationalen freien Markt, darunter auch Deutsche, aber deswegen noch lange nicht die Gesamtheit der deutschen Bürger. Zu dem Wir gehörst du, wenn du jetzt nach wie vor für Rüstungslieferungen an Zelensky bist oder nach wie vor hinter deiner FDP oder Grünen-Stimme stehst, ja dann gehörst du zu diesem Wir. Und von mir aus kann man auch Anteilseigner mit in die Haftung nehmen. Wenn du zum Beispiel Aktien bei Rheinmetall hast, dann gehörst du auch zu diesem Wir. Ich gehöre aber nicht dazu, ich verdiene daran nicht, ich habe das nicht in Auftrag gegeben, im Gegenteil, ich setze meine Stimme in der Öffentlichkeit dagegen ein und wähle eine Partei, die sich explizit gegen Rüstungsexporte ausspricht, also in meinem Namen passiert es schon mal nicht. Und wenn ich indirekt von den Steuereinnahmen davon profitiere, weil ich zum Beispiel die Infrastruktur nutze, die von diesen ausgebaut wird, dagegen sind mir die Hände gebunden.
Aber auch da sage ich, ich bin dagegen und wie soll ich das verhindern? Wenn ich es verhindern könnte, dann würde ich es machen. Auf dieses Blutgeld kann ich gerne verzichten, dann lieber kaputte Straßen, kein Problem. Ich tue, was ich tun kann. Mehr kann ich mich von Rüstungsexporten nicht distanzieren, also ich könnte ferner von diesem Wir nicht sein und damit spreche ich gleichzeitig, denke ich, für Millionen von anderen Zuwanderungsgeplagten in diesem Land. So viel dazu und dasselbe gilt für NATO-Einsätze, TTIP und CETA und andere transatlantischen Machenschaften, für die ich nicht gestimmt habe, gegen die ich mich ausspreche, weil er später noch erwähnt wird. Also das war schon mal der erste Punkt, von einem pauschalen Wir kann beim besten Willen nicht die Rede sein. Abgesehen davon, und das ist zweitens, reden wir bei Migranten bei weitem nicht nur von Kriegsflüchtlingen, die hier Gesetze brechen. Straffällige Migranten, die hierher gekommen sind, nachdem ihr Dorf vor ihren Füßen zerbombt wurde, was auch bei den meisten Syrern, Irakern und Afghanen nicht der Fall ist, dürften innerhalb der betrachteten Gruppe eine Minderheit darstellen. In der Kriminalstatistik im Kontext der Zuwanderung sind neben Syrern, Irakern und Afghanen nämlich auch Algerier, Tunesier, Marokkaner, Georgier, Eritreer, Somalier und andere Schwarzafrikaner überrepräsentiert. Was haben wir Tunesien eigentlich in den letzten Jahren geliefert, außer massenhaften Tourismus und knapp 180 Millionen Euro Entwicklungshilfe allein im Jahre 2020? Ich kann jetzt in diesem Land dort Urlaub machen, in Algerien genauso. Waffen exportieren und dafür Flüchtlinge importieren ist eine unzulässige Simplifizierung, die der Realität nicht gerecht wird. Anis Amri war ein Tunesier, wie gesagt, in seiner Heimat kannst du dich vom Wahnsinn in Deutschland erholen. Der Messerstecher von Bruckstedt war ein Palästinenser, der aber schon seit Jahren hier wütet. Der Schlechter von Ludwigshafen ein Somalier, der Attentäter von Würzburg von vor 3 Jahren auch ein Somalier, Messerattacke auf Schulkinder in Elakirchberg ein Eritreer, auch unter den Tatverdächtigen der berühmten Kölner Silvesternacht waren Syrer und Iraker zahlenmäßig weniger vertreten als Algerier und Marokkaner. Also halten wir fest, dieses Argument trifft, wenn überhaupt, dann auf die allerwenigsten zu und ich bezweifle, dass wenn du als einziger in deiner Familie Bombeneinschläge überlebt hast und es irgendwie mit Glück nach Deutschland geschafft hast, dass du es dem Land, das dich gerettet hat, mit Sexualstraftaten dankst, das passt überhaupt nicht zusammen und trifft auch in der Praxis in den seltensten Fällen zu. Wenn du als Zivilist Krieg überlebt hast, dann bist du heilfroh, irgendwo angekommen zu sein, wo du ein Dach über dem Kopf hast und regelmäßig eine warme Mahlzeit. Und Deutschland hat für diese Menschen und für Millionen weitere weitaus mehr geleistet. Du gehst nicht los, belästigst junge Frauen, vergewaltigst Kinder oder stichst wahllos Passanten nieder. Wie absurd ist das denn? Was haben Obamas Drohnen damit zu tun, dass Abdul in der Schlossstraße einer Weißen an den Arsch langt, weil sie kein Kopftuch trägt? Was haben wir Marokko eigentlich geliefert, außer 300 Millionen Euro Entwicklungshilfe allein im Jahre 2020? Somalia hingegen ist mit nur knapp 180 Millionen Euro fast schon leer ausgegangen. Wahrscheinlich rührte daher die Wut der somalischen Messerstecher. Also ihr seht, dieses Argument Waffen exportieren, Flüchtlinge importieren steht, selbst wenn wir davon absehen, dass diese Flüchtlinge über Dutzende sichere Regionen reisen mussten, um nach Deutschland zu kommen, auf sehr tönernen Füßen. Man muss dieses Argument wie ein Kaugummi schon sehr dehnen und sich intellektuell schon sehr verrenken, um immer und immer wieder diesen Punkt zu bemühen. Das reicht nicht mal im Ansatz, um die jährliche polizeiliche Kriminalstatistik zu erklären. Und zu guter Letzt kommt mit drittens ein generelles ethisches Prinzip hinzu. Selbst wenn alle Zuwanderer der letzten Jahre allesamt unmittelbares Produkt von mordenden deutschen Soldaten in Damaskus und Bagdad wären, selbst dann wären die Verbrechen auf deutschen Straßen eine Ungerechtigkeit, die wir versuchen, mit einer anderen Ungerechtigkeit aufzuwiegen. In der Praxis bleibt es aber, wie gesagt, eine Simplifizierung. Irgendjemand zählt das große Geld, weil die Auftragslage für Panzer und Munition gerade so gut ist und der arme Michel vom Heimweg von seinem 1-2-Netto-Job soll es ausbaden. In welcher Welt ist das gerecht? In welchem Kosmos geht diese Gleichung auf? Der einfache Bürger kann nichts dafür und selbst wenn er mittelbar dafür mitzuverantworten ist, ist er zu schützen. Das ist die Aufgabe dieses Staates. Dafür gibt es weder Entschuldigung noch Rechtfertigung. Hier gibt es keinen globalen Ausgleich oder einen geopolitischen Payback. Das ist eine Vereinfachung der Debatte, um die Gleichung als gelöst darzustellen, aber eine Ungerechtigkeit wiegt die andere Ungerechtigkeit nicht auf. Die eine Ungerechtigkeit gilt es zu verhindern und unabhängig davon, selbst wenn sie kausal zusammenhängen mögen, gilt es auch, die andere Ungerechtigkeit zu verhindern. Das wäre verantwortungsethisch korrekt. TTIP, NATO, Rüstungshandel, eine Sauerei. Übergriffe, Morde und Attentate hierzulande, andere Sauerei. Doppelsauerei, kein Ausgleich. Nochmal die drei Punkte kurz zusammengefasst.
Es sind nicht wir, die Waffen exportieren. Von wir kann ihm beim besten Willen nicht die Rede sein. Obgleich es wir alle sind, die die Konsequenzen ausbaden müssen. So gut wie jeder kennt mindestens einen, der zwangsbereichert wurde, wenn er nicht schon selbst betroffen ist. Es sind bei weitem nicht nur Kriegsüberlebende, die hierzulande Straftaten begehen. Teilweise stammen sie aus Regionen, wo Europäer Urlaub machen. Und zu guter Letzt das ethische Prinzip, dass die eine Ungerechtigkeit nicht die andere aufwiegt. Es ist und bleibt falsch. Ich wollte diese Punkte schon mal von Anfang an benennen, denn er wird dieses Argument im Verlauf des Gesprächs immer wieder bemühen. Deswegen sage ich es einmal und ab dann nur noch das Codewort, damit das Video nicht die Dreiviertelstunde sprengt. Und das Codewort lautet Gurkensalat. Also jedes Mal, wenn ich Gurkensalat sage, heißt es, dass er wieder diesen unhaltbaren Kaugummi-Trugschluss bemüht, dass alle Zuwanderer der letzten Jahre inklusive den Kriminellen unmittelbares Produkt von unseren Waffenlieferungen, NATO-Beteiligung und deutschen Außeneinsätzen sind. Und blende dabei nochmal die drei Argumente dagegen ein. So, und jetzt können wir loslegen und die Show genießen. Und dann musst du nicht unbedingt Migranten nehmen. Da reicht es einfach, wenn du mal anguckst, wie viele amerikanische Veteranen haben später ihre Familie erschossen. Das ist dasselbe. Was er anspricht, ist PTBS und ich wäre vorsichtig mit Ferndiagnosen diesbezüglich. Abgesehen davon, wie gesagt, in den wenigsten Fällen reden wir von Leuten, die unmittelbar Krieg erlebt haben. Also ein bisschen Gurkensalat. Aber da sind wir wieder bei den Wörtern. Du bist ja auch ein Wortspezialist. Weißt du, wenn ein Migrant ja, seine Familie erschießt, ja, dann ist das durch einen Ehrenmord. Wenn aber ein Bayer seine Familie erschießt, dann ist es eine Tragödie. Tragödie. Ist dasselbe. Ja, und der ist tatsächlich auch uralt. Wenn ein Migrant, und wir reden in diesem Kontext häufig von muslimischen Einwanderern, seine Tochter erschießt, weil diese sich hat heimlich entjungfern lassen oder einen Ungläubigen zum Freund hat, dann ist es die verletzte Ehre der Familie, die der Bruder oder er selbst wieder begradigen will. Solche Fälle gibt es bis zu dreistellig jedes Jahr. Die Seite ehrenmord.de sammelt diese Fälle mit Motiv und Herkunft von Täter und Opfer. Einmal anschauen und dann nochmal sagen, das wäre quantitativ und qualitativ auch nur ansatzweise gleichzusetzen mit innerdeutschen Beziehungstaten. Die Gleichsetzung ist falsch, weil sie die Motive verkennt. Ja. Das heißt, da werten wir schon und das ist Framing. Man muss sich die Tat angucken und sagen, wer hat da was getan? Mhm. Da gibt es keine Entschuldigung, man muss es analytisch machen. Das heißt, man wird ständig benutzt, manipuliert nach, wie stehst du denn dazu? Da hat ein Araber jemand abgestochen, wie findest du das? Das finde ich genauso beschissen, wie wenn es ein Schwabe macht. Ja. Okay, ist so unabhängig von der Hautfarbe. Ja. Und das ist das gute Alte. Klar gibt es vielleicht Übergriffe von Flüchtlingen, aber es gibt auch Deutsche, die andere Deutsche angreifen. Das ist genauso schlimm. Das habe ich schon mehrfach widerlegt. Es ist nicht dasselbe, weil die gesamtgesellschaftliche Verantwortung eine andere ist. Dafür könnt ihr euch im Anschluss auch dieses Video ansehen. Ja. Ich würde auch sagen, ja, du kannst sie dann auch nennen. Und natürlich ist es so, wenn du in einem Land sehr viele Migranten hast, die du jahrelang als Gastarbeiter bezeichnet hast, ein schönes Wort, dann wolltest du, dass es eben Gäste bleiben. Kayvan, es geht hier nicht um Türken, die in den 60er Jahren hierher nach Deutschland gekommen sind. Die Welt hat sich weitergedreht, um Gastarbeiter geht's doch gar nicht. Wäre ja schön, wenn die für den Arbeitsmarkt zu gebrauchen wären, wie es uns versprochen wurde, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Du wolltest gar keine Integration, oder wolltest du die doch? Was bedeutet denn Integration? Ist der Schwarzamerikaner heute integriert? Frag doch mal nach, ob der integriert ist. Fühlt er sich denn integriert, der Schwarzamerikaner? Ist er integriert? Kommt darauf an, ob du Jay-Z fragst oder irgendwie aus dem Ghetto. Ja, und auch um die Afroamerikaner geht es nicht. Noch ein weiterer verfehlter Versuch, den Diskurs zu verschieben. Das meine ich, ja. Und das heißt, das ist wieder soziale Ordnung schaffen, damit du zu einem Lager gehörst. Und wir erleben das in unserem kapitalistischen System. Ja, daher weht der Wind, die gute alte Devise des Kapitalismuskritiker, an allem ist der Kapitalismus schuld. Kapitalismus hat seine negativen Seiten und darüber kann man mit mir auch jederzeit reden, aber für alle Missstände auf der Welt ist er mitnichten verantwortlich. Was, bitteschön, hat das hier mit Kapitalismus zu tun? Oder das? Oder das? Warum wird man zum Triebtäter, weil es einem an Geld mangelt? Und an der Stelle sage ich, Vorsicht am Abgrund, Erklärung und Rechtfertigung liegen nah beieinander. Dass wir so unter Druck stehen, dass wir jedes Ventil zu treten gerne annehmen, weil der Druck muss raus. Und da muss ich bei mir aufpassen, weil wir sind alle ab einem gewissen Punkt Rassisten. Das ist ein Fehler, den ich häufig bei Linken beobachte. Wenn sie monetäre Umstände sehr hoch schätzen und werten, dann gehen sie von sich selbst aus. Du bist gegen Migranten? Warum? Die nehmen dir doch nichts weg. Warum trittst du immer nach unten? Du wirst doch nicht ärmer dadurch, dass sie hierher kommen. Aber darum geht's mir nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt oder nicht. Mir ist Geld nicht so wichtig, jedenfalls nicht wichtiger als Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit.
Ich würde das, was in Deutschland seit 2015 vor sich geht, auch dann kritisieren, wenn ich ein Multimillionär wäre, der in Liechtenstein lebt. Es ist einfach falsch, ob ich davon persönlich betroffen bin oder nicht, spielt dafür keine Rolle. Das ist im Übrigen auch eine beliebte, aber verfehlte Strategie der Linkspartei, AfD-Wähler für sich zu gewinnen. Linke gehen hier von sich selbst aus, wenn sie glauben, Migrationskritiker würden offene Grenzen vor allen Dingen deshalb kritisieren, weil sie ihre eventuell prekäre Lage an jemanden auslassen wollen, der noch weniger hat. Und das ist in den allermeisten Fällen ein unhaltbarer Strohmann. Und ich lasse mich dahingehend nicht manipulieren, nicht in die eine noch in die andere. Wenn jemand eine Straftat begangen hat, dann ist es eine Straftat. Aber würdest du nicht sagen, dass wenn zum Beispiel aus einer gewissen Bevölkerungsgruppe, was auch immer der Hintergrund ist, es mag ja sein, dass zum Beispiel die wirklich größtenteils traumatisiert sind, ne? Ja. Und dass man dafür Verständnis irgendwie intellektuell aufbringen kann, ist ja klar, ne? Das heißt nicht, dass sie alles bestraft werden. Richtig, genau. So. Aber das Problem ist ja, wie geht man jetzt damit um? Weil ich meine, auf der einen Seite, okay, er war traumatisiert und es ist das und das vorgefallen. Aber die Frage ist doch... vielleicht war er gar nicht traumatisiert, vielleicht ist er bloß gewalttätig. Okay, ja, oder so, genau, vielleicht ist er auch bloß gewalttätig. Also, ja, das stimmt, aber wie gehen wir gesamtgesellschaftlich damit um, dass der Anteil an Gewalttätern in bestimmten Einwanderergruppen signifikant höher ist, dass manche Nationen polizeilich überproportional häufig auffallen? Wie gehen wir damit um? Und natürlich, Hashtag not all... Es müssen nicht alle sein, aber sagt euch Häufigkeitsverteilung etwas? Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Dafür muss man nicht studiert haben und ich meine das ernst, ich frage mich, warum Linke sich so schwer tun, die Gaußsche Glocke zu begreifen. Wird ja auch immer genannt, zum Beispiel Schach, warum gibt es eine eigene Schachfrauendivision? Gibt es auch eine Erklärung, aber ja. Ja, eben. Und für mich... Kannst du die Erklärung dafür? Weiß ich nicht, offiziell weiß ich nicht. Ist das ein heikles Thema? Ein anderes Thema war Schach ist auch Sport. Man hat festgestellt, dass Männer bei der Intelligenz mehr streuen. Das heißt, Männer sind die gleichzeitig klügsten Menschen der Welt, gleichzeitig aber auch die dümmsten Menschen. Also die dümmsten Menschen der Welt sind Männer. Wie misst man das? IQ. Ja, und IQ als Maßstab ist auch schon sehr fragwürdig. Ist fragwürdig in... Ich weiß, das wird... Aber gut, wie willst du es sonst messen? Ich sag dir, wie du sonst... Also so Bellcurve-Sachen... Es geht um Häufigkeiten, um eine Häufung, um ungleiche Verteilungen. Und ungleiche Verteilungen nicht im marxistischen Sinne, sondern im soziologischen. Es gibt soziologische Gruppen, Männer, Frauen, Leistungsträger, Leistungsempfänger, Alte, Junge, Ausländer, Inländer. Und innerhalb dieser Gruppen kann man bestimmte Verhaltensmuster feststellen. Nein, nicht jeder. So schwarz-weiß ist das nun mal nicht. Es gibt aber Muster, Häufungen und Verteilungen. Ist das wirklich so schwer zu verstehen oder, und das meine ich vollkommen ernst, wollt ihr es nicht begreifen, weil ihr es hasst, dass man Menschen überhaupt in Gruppen einteilt? Denn wir wissen ja alle... Mensch ist Mensch. Mensch ist Mensch. Mensch ist Mensch, Digga. Ja, Mensch ist Mensch, das haben wir jetzt alle verstanden. Aber es gibt eben auch... Unterschiede. Wollen wir als Gesellschaft wirklich die Augen davor verschließen? Was ist das? So, wie geht man damit um? So wie mit jedem anderen Gewalttäter auch. Genau, ja. aber wie geht man jetzt konkret auf das Thema Migration um? Weil jetzt nur mal mein Take darauf wäre, unsere Grenzen sind zu offen und wir lassen einfach zu viele rein, die keine Flüchtlinge sind, sondern zum Beispiel einfach nur Migranten sind. Ja. Und es ist ja ein großer Unterschied, ob du Migrant oder ein Flüchtling bist. Ne? Und das wäre so mein Take darauf. Also mein Vorschlag wäre, was glaube ich irgendwann wichtig ist, damit das nicht weiter eskaliert und diese Gewaltspirale noch mehr zunimmt, dass wir tatsächlich unsere Grenzen besser schützen und Gewalttäter, und da stimme ich dir 100% zu, dass es scheißegal, wo der herkommt. Ich bin anderer Meinung, ich finde es nicht egal, wo ein Straftäter herkommt, und ich begründe das, wie gesagt, mit der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Die Frage ist, welche Gesellschaft hat diesen Verbrecher geformt? Wenn beispielsweise ein Marokkaner, der erst seit ein paar Jahren hier ist, massenhaft Straftaten begeht, dann ist er offensichtlich unter anderem ein soziologisches Ergebnis der marokkanischen Gesellschaft und dann sollte auch Marokko diesen Menschen bestrafen und resozialisieren. Wenn Kai oder Nico hier Straftaten begehen, dann sind sie unter anderem ein soziologisches Ergebnis dieser Gesellschaft. Nicht nur, Soziologie ist nur ein Faktor für die Motivation bei Straftaten, aber es ist ein Faktor. Spannend wird diese Frage bei Migranten, die teilweise hier und teilweise in ihrem Heimatland sozialisiert wurden, zum Beispiel, wenn sie in einem sozialisationsfähigen Alter nach Deutschland gekommen sind. Oder auch zum Beispiel, zwar in Deutschland geboren sind, aber zu Hause in einer abgekapselten Blase erzogen wurden, die mit der äußeren umgebenden Deutschen nichts zu tun hat, ich weiß, wovon ich spreche.
Aber über diese Hybridbeispiele brauchen wir uns nicht zu unterhalten, wenn wir es ja noch nicht einmal schaffen, ausreisepflichtige, hochgefährliche Wiederholungstäter außer Landes zu bringen. Unterm Strich, es macht einen Unterschied, woher ein Straftäter kommt, alleine schon deshalb, weil wir Deutsche nicht abschieben können. Und dass wir Deutsche nicht abschieben können, macht ja auch nur Sinn, weil wir für deren Werden eine gesellschaftliche Verantwortung tragen. Deswegen müssen wir es auch wieder gerade biegen. Wenn aber jemand abschiebefähig ist, weil er zum Beispiel keinen deutschen Pass besitzt oder noch nicht so lange hier ist, dann sollte man diese Option in jedem Fall erwägen. Das ist man der öffentlichen Sicherheit, aber auch der inländischen Kasse schuldig, denn warum sollten wir hier tausende Ausländer im Gefängnis auf Kosten des Steuerzahlers beherbergen, wenn wir für das, was sie tun, nicht zu verantworten sind? Wir baden quasi aus, was andere Gesellschaften verbockt haben und deswegen ist es nicht gerecht und das Stichwort lautet gesamtgesellschaftliche Verantwortung, deswegen ist es wichtig, ob ein Täter Migrationshintergrund hat. Viel härter bestrafen, als wir es derzeit tun, weil ich habe das Gefühl, dass Gewalttäter, Vergewaltiger, also zumindest was man immer wieder mal liest, dass die einfach zu lax bestraft werden. Also meiner Meinung nach müssten da erstens die Gerichte viel, viel härter durchgreifen, die Polizei viel härter durchgreifen. Also es kann für mich eigentlich gar nicht sein, dass es Viertel in Berlin gibt, wo sich die Polizei nicht unter 3-4 Einsatzwagen reintraut, wenn da jemand einen Hilferuf absendet. Wo ich mir denke, wie weit haben wir es denn kommen lassen? Das ist doch wahnsinnig. Also es ist doch komplett absurd. Also würden jetzt, Deutsche in den Libanon gehen und würden, sagen wir mal, eine deutsche Großfamilie, Hells Angels mäßig oder was auch immer, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Hells Angels Deutsche sind, aber eine deutsche Großfamilie im Libanon, ich glaube, die würden ziemlich schnell ganz schön auf die Fresse kriegen. Also ich will dir darauf eine komplexe Antwort geben, weil da muss man, ich glaube, dass man, das, was du ansprichst, ist ein komplexes Problem und wenn wir es einseitig beantworten, sind wir bigott. Ja. So, also, wenn jemand in Deutschland mit Migrationshintergrund, nennen wir ihn jetzt mal, ein Mensch türkischen Hintergrund hat, was immer türkischer Hintergrund ist, gewalttätig geworden ist, dann ist die erste Frage, wo ist der groß geworden? Hier, spricht Deutsch, war zweimal als im Urlaub, das sind Deutsche. Das sind Deutsche, das hat mit Türken gar nichts zu tun. Warum fragen wir ihn nicht selbst? Und das sage ich als Migrant, noch nie in meinem Leben habe ich aus dem Mund eines offensichtlich Nichtdeutschen die Antwort Deutsch gehört auf die Frage, was für ein Landsmann bist du? Und ich mache die Probe aufs Exempel, wenn ihr wollt. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Deutsche dürfen es ja noch nicht mal fragen. Deswegen mache ich es ja. Aber wie gesagt, noch nie habe ich diese Antwort jemals erhalten. Also ist ein Deutscher, der aber in einem Viertel groß geworden ist, wo Gewalt offensichtlich der Gang und Gäbe ist. Da kann er auch in einem gewalttätigen Gegend groß werden, wo nur Deutsche wohnen. Gewalt ist Gewalt. Weiß ich, Arbeiterviertel, irgendwie raue Zeiten, Wedding, Oslo, egal. Dann sagt man nicht, ach so, nein, die sind da gewalttätig, weil die hat den macho-prügelnden Vater und der macht einfach nach. So, und das ist die Währung und dann hört er vielleicht noch eine Musik, wo das cool ist. Ich finde es spannend zu beobachten, wie Kayvan alle möglichen Faktoren heranzieht, die als Erklärung in Frage kommen, aber nicht darauf eingeht, wie wir nun jetzt damit umgehen wollen. Aber hören wir mal weiter. So, ja, kann man ja auch nochmals. Und guckt auch so Filme. So. So jemand ist uns nicht willkommen, es sei denn, er meldet sich bei der Bundeswehr. Da kann er seine Aktivitäten, da kann er seine Aktivitäten im Kampfgebiet. Ja. Und schon wieder die Diskursverschiebung. Lieber Kayvan, es geht hier einmal ausnahmsweise nicht um dein Lieblingsthema, Kriegspolitik und Rüstungssektor. Und das sage ich bei allem Respekt, aber es wird halt irgendwann redundant. Wenn jemand aber tatsächlich ein Flüchtling ist, muss ich die Frage stellen, das, was er gemacht hat, jemand vergewaltigt, wäre das in seinem Land okay? Nicht? Ist er in seinem Land auch schon aufgefallen? Ja. Warum sollten wir das, was in seinem Land genauso Unrecht wäre, weil es Unrecht ist? Und spätestens hier muss ich als Islamkenner Kayvan eine gefährlich naive Wahrnehmung der muslimischen Welt attestieren. Was hier Unrecht ist, muss in anderen Kulturen deswegen noch lange nicht Unrecht sein. Beispiele da wären Taharrush, ich nehme das Beispiel Steinigungen, Umgang mit Homosexuellen oder Ungläubigen, wie auch immer man das definiert, Unterdrückung von Frauen, Christenverfolgung und. Das ist okay in manchen islamischen Ländern, das ist teilweise sogar gesetzliche Doktrin. Ja, ich weiß, aus westeuropäischer Sicht ist das schier unglaublich, aber manche Gruppen sind in islamischen Ländern wie Iran, Pakistan oder Saudi-Arabien offiziell zum Abschuss freigegeben, so viel zu den Fakten. Hier gilt ja zweierlei Maß, weil wir politisch korrekt sein wollen. Damit beleidigen wir aber ganz viele Menschen, die Migrationshintergrund haben, in diesem Land leben und sich ja nicht so benehmen. Das sind ja die meisten. Genau. Und die sagen dann, Entschuldigung, was ist denn eigentlich los? Jetzt reden sie plötzlich wegen diesen Türken über, alle Türken sind so. Wir sind gar nicht so. Wir zahlen unsere Steuern, dritte Generation. Was soll? Und jetzt tut ihr so, so sind die Türken. Da schmeißen sie bei mir die Fensterscheiben ein. Das heißt, du musst Menschen, die nicht gewalttätig sind,
davor schützen, mit anderen zusammengemischt zu werden, nur weil die zufällig vielleicht dieselbe Nationalität im Großfutterfall haben. Das ist Quatsch. Warum bitte ist das Quatsch? Ich will nicht mit Ehrenmördern, Domplattengrabschern oder Terroristen assoziiert werden. Und der beste Weg, das zu erreichen, lieber Kevan, wäre, diese Menschen, die so etwas tun, nach Möglichkeit aus der Lande zu bringen und wenn das nicht geht, dann mit harten, abschreckenden Strafen zu versehen. Nichts von beidem passiert in nennenswertem Ausmaß, also sag du mir noch einmal, was daran Quatsch ist. Und das wird aber ständig gegen uns benutzt. Ich habe es vorhin mit Ehrenmord und Familientragödie. Man muss aufpassen. So wie dieser Fall geschildert wird, die Wörter, mit denen benutzt wird, wohin soll mich das führen? Mhm. Und die werden ganz oft benutzt. Wenn jemand gewalttätig ist, ist mir es egal, wer es war. Wie gesagt, das habe ich schon widerlegt. Das ist, muss ich leider sagen, naiver Stammtischsprech, um die Massen zu beruhigen. Gesellschaftliche Mitverantwortung ist der Grund, weshalb man bei Straftätern zwischen Deutsch und Nichtdeutsch nicht nur unterscheiden darf, sondern explizit im Sinne der aufnehmenden Gesellschaft auch unterscheiden sollte. Ich muss gucken, was es für eine Tat war. Ich muss aber auch abziehen, was im Umfeld passiert ist. Also ist der jemand, der in Deutschland sozialisiert worden ist? Wie ist das? Weil das würde ich auch machen, wenn ein Deutscher einen anderen absticht und die haben jahrelang im Clinch gelegen und die halbe Familie ist schon abgestochen worden, dann kriegt so jemand sogar mildernde Umstände. Der landet trotzdem im Knast oder so. Aber ich habe auch im Knast gearbeitet, ich habe mir solche Patchwork-Familien angeguckt, wo Leute, was ich, bei einem Gangboom, plötzlich warst du bei einem Mord dabei, am Wochenende kommst du rein, mit 16 ist jemand gestorben, dann atmest du gesiebte Luft. Ich habe aber auch festgestellt, dass so jemand nie eine Chance hatte. So, und da gucke ich eben, ich habe ja selbst Migrationshintergrund, ja, über den Tellerrand hinaus, man muss fair bleiben. Man muss fair bleiben. Ein Rechtsstaat versucht, sollte fair bleiben. Ein Rechtsstaat versucht, ist das richtig, mein Urteil? Oder aber führt das dazu, dass neues Unrecht entsteht? Das ist ein schmaler Grat. Und man muss sich jeden Fall immer einzeln angucken und kann nicht eben sagen, das entschuldigt. Ja, diesen schmalen Grat haben wir bisher ja bravourös gemeistert. Und das Kapitel Bruckstedt dürfte auch noch nicht vom Tisch sein. Liebe Grüße auch an der Stelle an die Hamburger Justizsenatorin. Was man aber nicht machen kann ist, und das ist das, worauf du ja auch abhebst, dass, weil es politisch gerade okay ist, dürfen Leute, die aus einem anderen Land kommen, die ich da abgezogen habe, weil ich hier, dürfen dann hier machen, was ich will, damit die das Image behalten. Nee, und da wird ja auch gespalten, da wird ja auch infiltriert. Aber es ist nie für den Menschen, mit der da benutzt wird. Verstehe ich das richtig? Zuwanderer aus allen Herren Länder werden hierher geholt, weil sie sich benehmen wie zu erwarten und das ist im Sinne der Spalter, weil dadurch Muslime und Migranten aus muslimischen Ländern ihr angekratztes Image beibehalten. Habe ich das richtig verstanden? Das, weil es politisch gerade okay ist, dürfen Leute, die aus einem anderen Land kommen, die ich da abgezogen habe, weil ich hier, dürfen dann hier machen, was ich will, damit die das Image behalten. Also wenn ich das richtig verstanden haben soll, was für ein Quatsch. Ich kann es nicht fassen, dass jemand, der sonst so scharfsinnig und analytisch ist, hier derart auf dem falschen Pfad unterwegs ist. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er eine politische Schablone hat, in die dieser Themenkomplex partout nicht reinpassen will, aber es ist schwer, diesen Verdacht auszublenden. Ich möchte sozialen Frieden. Und wenn ich sozialen Frieden haben möchte, dann muss ich diejenigen, die ihn stören, mir anschauen, warum sie ihn stören, wie sie ihn stören und muss das neutral versuchen zu behandeln. Und das ist sehr schwer. Wir erwägen alles, aber auch wirklich alles. Zur Not stellen wir uns auf den Kopf und malen uns Lieder an. Alles ist eine Option, koste es, was es wolle, solange wir nicht zurückführen und abschieben. Und abschieben meine ich nicht als plumpen Holzhammer. Abschieben kann eine soziologisch sinnvolle Maßnahme sein, im Sinne der Geschädigten, aber auch im Sinne der aufnehmenden Gesellschaft. So schwer ist es eigentlich nicht. Aber die Frage ist doch, was ist jetzt die Konsequenz? Also wie gehen wir damit um, wenn wir in Zukunft wissen, okay, jedes Mal, wenn der kommt, dieser eine, ja, baut der Scheiße. Will ich denn dann zum Beispiel weiter einladen? Und deswegen, ich habe halt, ich bin an einem Punkt gefühlt, wo ich gerade sage, es macht Sinn, Flüchtlinge fair zu verteilen, ja, auf die Länder, weil Flüchtlinge sind Flüchtlinge. So, wenn die in ihrem Heimatland abgeknallt oder verfolgt werden, ja, scheiße, du kannst sie nicht einfach ihren Tod überlassen, so. Da gehe ich mit. Kurzer Einschub, die meisten, die aus muslimischen Ländern kamen, auch Syrer, Afghanen und Iraker, sind per Definition keine Flüchtlinge, gemäß Schengen, Dublin und Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes, weil sie bei ihrer Reise nach Deutschland mehrere sichere Drittstaaten überquert haben. Deswegen können sie nicht unter Asyl subsumiert werden. Daran hat sich auch in all den Jahren nichts verändert, aber das nur am Rande. Sehe ich mittlerweile, früher war ich total Refugees Welcome und früher war ich da total bei diesen ganzen, sag ich mal, eher linkslehnenden Parolen mit dabei. Und mittlerweile hat sich mein Blick auf diese Thematik einfach verändert, weil die Statistik einfach leider Gottes eine Sprache spricht, die mir zu denken gibt. Ja, aber weißt du, Nikolai, ist es so, wenn du
wenn du Menschen aus Ländern aufnimmst, die wir vorher mit der NATO bombardiert haben und deutsche Waffen waren beteiligt, gebe ich das alles nichts an. Gurkensalat. Wir waren eben bei den Statistiken, genau genommen bei den polizeilichen Kriminalstatistiken, die Jahr für Jahr ein verheerendes Bild von den Straßen reflektieren, und Kayvon schafft es immer wieder, den Diskurs auf seine Lieblingsthemen zu lenken. Bis ich merke, es gebe ich doch was an, weil meine Tochter angegriffen wurde, mein Sohn. Wenn man Flüchtlinge aufnimmt, muss man wissen, dass man eine große Verantwortung, wie für ein adoptiertes Kind. Man kann nicht einfach sagen, hinpacken, die sind jetzt da. Die werden ja auch nicht aufgenommen, weil wir die alle mögen, sondern Hauptsache, sie werden dem Assad abgezogen, damit er keine hat. Dann will ich die Leute abziehen. Dann mache ich mit der Handy Werbung und dann hole ich mir lauter Fachkräfte hinterher. Also Braindrain in Bezug auf Syrien. Also wenn das Motiv war, dann sage ich ein herzliches Nein, danke. Wenn das Beste ist, was ihr an Fachkräften zur Beihilfe unserer Wirtschaft schicken könnt, 2/3 in Hartz IV, dann helft uns bitte bloß nicht. Ich will nicht zu hart sein, weil Kayvon kenne ich eigentlich auf einem anderen Level, aber Fachkräfte aus Syrien, unironisch, ist so weltfremd, ich konnte es nicht fassen beim ersten Mal anschauen. Es geht darum, dieses Land ausbluten zu lassen. Das hat mit Selbstlosigkeit, Liebe und Christentum ja gar nichts zu tun. So. Und deswegen sind die auch nicht so. Das haben die auch durchschaut. Die wollen dann auch Jeans, BMW und sonst was haben. Sie wollen auch nicht warten. Die so. Die sagen, ey, die haben eine Rechnung offen. Aber es hat mit mir doch nichts zu tun. Ja klar, haben wir so miteinander nichts zu tun. Aber unsere Staaten, unsere Regierungen machen das. Wir sitzen da alle im selben Boot. Und man muss aufpassen, dass man nicht in Fallen tappt, sagt, das geht mich doch gar nichts an. Es geht dich schon deswegen etwas an, weil du nicht verhinderst, dass die überflüchten müssen. Was soll ich denn da machen? Aufstehen, bevor es passiert. Eindeutiger Fall von Gurkensalat. Weil eins ist doch ganz klar. Jemand, der flüchtet aus seinem Heimatland, der Atomphysiker war irgendwo in Syrien. Ich kannte das bisher nur als Witz. Ja, die berühmten Atomphysiker und Raketenwissenschaftler aus Mogadischu und Damaskus. Aber ich fürchte, er meint es ernst. Ich kann es nicht glauben. Liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, was passiert sein muss, dass man derart an der Realität vorbeiredet. Mir gehen allmählich meine Theorien aus. Ja, und damit beschädigt man ja auch die Würde dieser Menschen. Und da sind wir wieder beim Anfang. Wenn du all diese Verwerfungen im Inland später nicht haben willst, die das Ende einer Reaktion sind, dann sollten wir die Frage stellen, warum sind die überhaupt hier? Ja. Die sind auf der Flucht. Vor wem? Und wir reden über Flüchtlinge. Vor wem flüchten die? Wir reden, Flüchtlinge sind willkommen. Ja, aber Fluchtursachen müssen deswegen stark hinterfragt werden, weil viele der Flüchtlinge, die ich kenne, wollen wieder nach Hause. Geht aber nicht, solange die NATO dort Schützenhilfe leistet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sind es eben Flüchtlinge. So. Und niemand flüchtet gern, wenn man mit Flüchtlingen sich auseinandersetzt. Das ist nicht ein großes Abenteuer. Das ist scheiße. Ja? Frag doch mal Leute, die im Zweiten Weltkrieg geflüchtet sind. War super, ne? Geiles Abenteuer. Die sind selbst in Deutschland als Deutschstämmige nicht angekommen. Die waren dann zweiter Klasse. Also, Flüchtlinge fallen nicht vom Himmel. Flüchtlinge werden gemacht. Und wenn die dann hier sind, haben wir die Probleme, die wir haben mit Menschen, die traumatisiert sind, auf der Flucht sind, die haben alles das Elend gesehen haben. Gurkensalat. Wie gesagt, Eritrea ist nicht kriegsgeplagt, genauso wenig wie Algerien oder Marokko. Können wir zumindest diese Menschen zurückführen? Wäre das zumindest eine Verhandlungsbasis, lieber Kayvon? Menschen, die aber in der zweiten und dritten Generation hier sind, die sind keine Flüchtlinge. Da muss man sich die Frage stellen, wieso die ghettoisiert groß geworden sind. Also auch wir wieder schuld, wenn Ahmed wieder zusticht, dann haben wir als Gesellschaft versagt, die Devise wird auch nicht alt. Und, das muss man auch fragen, ob es möglicherweise mit einer Stammeskultur zu tun hat und nicht unbedingt mit der Religion. Ist es vielleicht eine Macho-Gesellschaft, in der sie groß geworden wird? Wo es einen Mann gibt, Frauen haben, gibt es ein altes Frauenbild. Es gibt einen Gott, es hat zwar lange gedauert, aber endlich machen wir zumindest mal kleine Baby-Steps in die richtige Richtung. Und das mit dem Islam. Kayvon kennt offensichtlich den Islam von innen nicht und wenn dann nur den Sufismus, der allerdings alles andere als repräsentativ ist für die dominante sunnitische Strömung. Du musst in der Soziologie genau hingucken und du musst dir die Frage stellen, willst du wirklich das Problem lösen? Willst du wirklich, dass es friedlich ist? Oder möchtest du das wie Söder so 3 Worte rausfahren, damit du gewählt wirst? Ich gehöre zu denen, die das Problem wirklich lösen wollen und bin bereit, dafür auch Wege zu gehen, mit denen man sich unbeliebt macht und mit denen man aneckt. Eine harte Realität, und was wir betrachten ist hart, von Sexualstraftaten über Tötungen bis hin zu Terroranschlägen war in den letzten Jahren regelmäßig alles Mögliche präsent gewesen, aber das erfordert auch harte Maßnahmen. Und Abschiebungen sind noch harmlos, das muss ein probates Mittel sein, um Herr der Situation zu werden, sonst brechen wir ein, finanziell, sozial, demografisch sowieso, dessen muss man sich bewusst sein. Und das spüren die. Die können es vielleicht gar nicht artikulieren, warum sie so sauer sind. Und ich rede gar nicht schön, wenn irgendjemand auf der Domplatte betatscht wird. Aber es ist zu kurz zu Sprung zu sagen, alle weg. Wenn du nicht möchtest, dass, wenn du keine Flüchtlinge aufnehmen möchtest in Deutschland,
dann exportier keine Waffen. Ja. Eindeutiger geht's nicht, Gurkensalat. Ja, aber das heißt nicht, wenn du Waffen exportierst, dass du alle aufnehmen musst. Sagen Leute, aber was geht mich das an? Das geht dich insofern was an, dass du genau weißt, so wenn du schweigst zum Waffenexport, so Leoparden nach dort, dann wirst du dich nicht wundern, dass dann Ukrainer hierher kommen. Ja. Die brauchen, dann haben die ukrainischen Hintergrund. Das muss dann kein Mann sein, der Arabisch spricht. Ja. Und wenn der traumatisiert wurde, seine Familie ist abgeschlachtet, dann hat er eine Rechnung offen. Das klingt ja fast schon wie eine Drohung, aber abgesehen davon nochmal Gurkensalat. Und die wird er so machen wie viele Soldaten, alliierte Soldaten, die sich dann an der Zivilbevölkerung vergangen haben. Das mussten keine Russen sein, das konnten Briten sein. Mhm. Weil Menschen, da sind wir wieder in dieser Gruppe, da sind wir wieder, was mit ihnen passiert ist, da gibt es eine Gruppendynamik und da passieren Dinge, dass ganz normale Männer ganz komisches Zeug machen. Und davon kannst du jetzt aber nicht überrascht sein. Und wenn du das aber weißt, welche Verrohungspotenzial in einem Menschen drin ist, dann solltest du dir die Frage stellen, weil du am Ende ja sowieso Opfer von dem ganzen Scheiß bist, weil dich trifft es in deiner Nachbarschaft. Diejenigen, die es aber anzetteln, sind skrupellos. Das ist ja nicht bei ihnen in ihren gegateten Communities. Dann solltest du ganz früh aufstehen. Hm. Das entschuldigt das gar nicht. Hm. Aber irgendwann musst du anfangen zu sagen, wie hat das angefangen? Du siehst immer das Ende der Kette. Du siehst das Ende der Krankheit. Du musst den Anfang sehen. Hm. Und wenn du den Anfang nicht auf Uhr hast, dann kann man sagen, auf einmal da lauter Flüchtlinge und die missbrauchen plötzlich unsere Gastfreundschaft. Die sind nicht hier, weil wir sie eingeladen haben. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Und zwar mit Gewalt. Und so sind sie. Mit Gewalt. Gurkensalat, aber diesmal mit ganz großen Buchstaben und nochmal daran erinnert, dass hier bei weitem nicht nur Leute aufgenommen wurden, die aus Kriegsgebieten stammen, bei weitem nicht. Und wie gesagt, das wäre immer noch keine Erklärung, Rechtfertigung sowieso nicht, aber nicht mal eine Erklärung, weshalb man hierzulande über Unschuldige herfällt, womit auch immer. Und wenn, nochmal, wenn jemand dann aber in der dritten Generation gewalttätig ist, dann behandle ich ihn genauso wie jemanden, der schon immer in Deutschland gelebt hat, die ist auch gewalttätig, ist ja gewalttätig. Natürlich. Wieder das gute Alte. Aber es gibt doch Deutsche, die andere Deutsche angreifen. Es wird zwar redundant, aber anscheinend funktioniert es immer noch. Aber, aber das Ding ist ja auch, viele sind ja auch, flüchten ja nicht, sondern migrieren. Also die flüchten jetzt nicht unbedingt vor Krieg, sondern die verlassen ihr Land, weil ja die Wirtschaft kacke ist, weil es einfach scheiße läuft, weil die besser leben wollen. Und das Ding ist, dass ja super nachvollziehbar. Keiner will irgendwo leben, wo es ihm nicht gut geht. Das ist natürlich. Die Gerda in Brandenburg, die hat halt keinen Panzer dahin geschickt. Die war das nicht. Das weiß ich. Die kann da halt nichts für. Das heißt, im Endeffekt sind natürlich alle irgendwie Spielball von den Leuten, die da oben halt irgendwie ihre Schachfiguren halt spielen. Ne? Das ist ja klar. Manchmal sind ja auch ein paar wild gewordene Migranten richtig gut. Da brauche ich dann andere Polizei. Ja. Aber eben nicht nur gegen die. Mhm. Verstehst du? Das muss ich doch nicht erklären. Aber es gibt doch Deutsche, die... Dass Gerda das nicht verstanden hat, wenn TTIP kommt, was sie nichts angeht, dass es zu einer Verdrängung bei afrikanischen Bauern kommt, dass wir denen die Meere leer fischen und dass die dann zu uns kommen. Hm. Wieso versteht die das nicht? Weil ich es gar nicht will. Ja, so. Okay. Und da sind wir genau da. Das ist ein sehr unfaires Prinzip. Ja, darauf können wir uns einigen. Es ist alles andere als gerecht. Und bei Gerechtigkeit darf man eine Sache nicht außer Acht lassen. Eine Ungerechtigkeit wiegt die andere nicht auf. Okay. Ja, und das heißt... Wir brauchen direkte Demokratie, wo du, das könnte man doch alles direkt digital lösen, sagen, Waffen ins Kriegsgebiet, ja oder nein? Und 90% würden sich dagegen entscheiden, wie damals in der Wahl. Und deswegen willst du das nicht. Solange du dir das aber gefallen lässt, solange du im Homeoffice bleibst und deine Nachbarn denunzierst, da brauchst du gar keinen gewalttätigen Türken. Es reicht dir, dass man dir eine Prämie ausschüttet, dass du da sind drei spielende Kinder und dann kommen die Bullen hin. Das ist die Klaviatur, auf der gespielt wird. Da sind wir wieder bei der Soziologie, die uns inne. Und das heißt, wir sagen dann, ja, der Fremde ist komisch. Wir sind uns doch selbst fremd gemacht worden. Wie kann es denn sein, dass Deutsche auf Deutsche schießen? Haben wir auch lange, ja? Oder aber bei Barbaren auf der anderen Seite. Wahrscheinlich wegen der Religion. Die hatten gar keine, ja. Also wieder Diskursverschiebung. Das eine gefragt werden und mit der Antwort ganz woanders enden. Das muss man Kevin aber wirklich lassen. Und nein, das ist nicht legitim. Die Dinge mögen von mir aus, wenn auch nur in den seltensten Fällen, eine gewisse Kausalität haben, aber dennoch bleibt es eine Ungerechtigkeit, die eine andere Ungerechtigkeit aufwiegen soll. Das ist nicht korrekt und es lässt sich auch nicht von der Hand weisen. Wie kann es eben sein, dass wir diese einfachsten Zusammenhänge, dass wir Menschheitsfamilie sind, dass wir das gar nicht sehen? Einzige Chance, einen Konflikt zu befrieden, indem du den Beschädigten, der meistens selbst Opfer war und dann Täter wurde, ist ganz oft so. Ja, aber nicht immer. Versuch es mit Worten zu machen. Woher kommt die Wut? Und ich glaube, natürlich ist das schwer. Ich möchte dich mal sehen, wenn seine Tochter vergewaltigt haben. Was möchtest du denn jetzt machen? Möchtest du den abknallen oder seine Tochter vergewaltigen? Das bringt uns nichts weiter. Diese Art von Gewalt, die von uns intern auch beantwortet, weil es ungerecht ist, aber wir auch Ventile haben, die geöffnet werden müssen. Da ist auch jemand.
Da müssen wir hinterfragen, warum wir so sind. Und wenn wir das durchbrechen wollen, also diese Generationengewalt durchbrechen wollen, damit der Scheiß endlich aufhört, musst du oder solltest du das ganze Bild sehen. Ja, also erstmal wieder Gurkensalat, weil wieder diese globale Betrachtung. Und komischerweise ist es immer Deutschland, der als internationaler Hort des Außenstands herhalten muss. Also alle mit ihrem unverschuldeten Frust hierher nach Deutschland und wir müssen die dann wieder therapieren bzw. als Boxsack hinhalten. Überzeugt mich ehrlich gesagt nicht. Es muss eine höhere Gewalt geben, die das am Ende regelt. Weil du wirst jemand, der vergewaltigt wurde, und das war deine Tochter, das ist nicht reparierbar. Und ich glaube, dass wir eine andere Versöhnungskultur brauchen. Das gibt es in Afrika zum Beispiel. Wie gehen bei Völkermord, wie sind die danach miteinander umgegangen? Bis hierhin war es vielleicht noch lustig, aber mit Anis Amri, Hossein Khawedi, Ali Bashar und so weiter, weil das sind die Fälle, über die wir unter anderem reden, ernsthaft Versöhnung ins Spiel zu bringen, ist so weltfremd. Es ist eine Verhöhnung der Opfer, die denen nichts getan hatten, die der Welt nichts schuldeten, und selbst wenn, die letzten, in deren Schuld sie standen, waren dahergelaufene Verbrecher, die wir unkontrolliert auf diese Gesellschaft losgelassen haben. Es ist ein Hohn, ganz einfach. Und ganz nebenbei noch einmal Gurkensalat, es war wieder diese Gleichung auf globaler Ebene. Weil die leben da jetzt immer Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist das die Lösung? Das ist nicht die Lösung. Ich sage nicht, dass das eine einfache Angelegenheit ist. Und ich sage auch nicht, naja, der kann ja reden, der ist ja nicht betroffen. Weil wenn du betroffen bist, ist es natürlich die Schwierigkeit, dann noch eine Position zu haben, die friedlich ist, weil du bist ja betroffen. Das weiß ich alles. Ich habe nur festgestellt, dass jeder, der das nicht gemacht hat, dem ging es danach noch schlechter. Ja, weil der wird dann vom Rechtsstaat kassiert oder er fühlt sich nicht besser, den habe ich umgebracht und dann war endlich Ruhe. Nee, da bist du nämlich ein Mörder und das macht auch was mit dir. Das ist ein Strohmann, denn zwischen Selbstjustiz und Versöhnungskultur, am besten den Vergewaltiger seiner Tochter auf einen marokkanischen Minztee zu sich nach Hause einladen, gibt es noch eine naheliegendere Variante. Zurückführen in sein Land, von mir aus vorher eine Weile hier absitzen lassen, aber danach zurückführen, zuvor biometrische Identität feststellen und danach auseinanderbringen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So einfach könnte Gerechtigkeit sein, wenn man wirklich gewillt ist, für Gerechtigkeit etwas zu tun. Aber wenn du versucht hast, einen anderen Weg zu gehen, einen friedlichen Weg zu gehen, weiser zu werden und nicht diesem Reptiliengehirn zu folgen und der müsste eigentlich, der hat so selber Schuld, das ist meiner Meinung nach die einzige Chance, damit sich etwas ändert. An diesem Punkt drängt sich mir der Verdacht der Profilierung auf, dass er nämlich der Vorreiter darin sein will, die andere Wange hinzuhalten. Gut, für dich kannst du das ja so entscheiden. Aber du kannst es nicht als allgemeingültiges Prinzip proklamieren. Ein solches Gesellschaftssystem wäre ja geradezu designiert, von Verbrechern ausgenutzt zu werden. Wir erleben es ja schon, was womöglich an dir vorbeigegangen ist. Du hast vielleicht nicht mitbekommen, was hier in den letzten Jahren in Deutschland so rund ging. Geh mal abends zum Kölner Ebertplatz, schau dir mal die Konsti in Frankfurt nach Einbruch der Dunkelheit an, geh mal nach Neukölln in die Gropiusstadt und erzähl den Leuten dort mal was von der NATO. Ja, One World und Menschheitsfamilie und wir haben uns alle lieb, wenn wir nur ganz fest wollen. Die Realität sieht allerdings anders aus und sie kümmert sich nicht um notorische Weltverbesserer, die auf der Strecke bleiben. Wir haben eine Verantwortung und ich werde der Öffentlichkeit nicht eine Regenbogenwelt verkaufen, wenn sich draußen in Wahrheit ein Sturm zusammenbraut. Sorry. Und es gibt eine Menge Leute, die das nicht wollen. Deswegen sage ich ja, ich glaube, Menschen kommen mit, das hast du mich vorhin ja schon mal gefragt, ich glaube, Menschen kommen mit einem Gefühl der Gerechtigkeit auf die Welt. Es gibt ja Säuglingsforschung, dass Kinder gerecht sind, Säuglinge sehr gerecht sind. Sie werden aber zu sich etwas gerechter, wenn es eng wird. Das heißt, wir haben eine Doppelmoral. Die ist in uns schon angelegt. Das müssen wir erkennen als biologische Klaviatur. So. Das müssen wir immer beobachten und sich selbst dabei beobachten. Und die Kunst besteht darin, diese hehren Ziele, die wir haben, von Kant, Hegel immer, dass wir sie, wenn es an unser Leder geht, dass wir nicht die Wut, die uns auf, dass wir die erkennen, wegtreten und versuchen, das von einer anderen Warte zu sehen. Und ich glaube, das geht nur mit Meditation, das geht nur mit echter Religion, das geht nur mit echtem Verzeihen, das geht... Erzähl diesen Leuten hier nochmal was von Meditation und Versöhnungskultur. Bitte bei nächster Gelegenheit bei einem Besuch im Krankenhaus und sagt es denen nochmal, dass es ein Akt der Gewaltentladung war, den auch sie, wie sie da liegen, mitzuverantworten haben und sie gefälligst von Reptilienreflexen absehen und den Täter am besten umarmen sollen. Ab dem Punkt ist es wirklich nur noch weltfremde Phrasendrescherei. Wie gesagt, ich mag Kayvan, deswegen will ich nicht zu hart oder unfair sein. Er ist und war in verschiedenster Hinsicht eine Inspiration für mich. Umso fassungsloser bin ich darüber, wie krumm und schief gewickelt er in der Migrantenkriminalitätsthematik ist. Jemand, der so etwas sagt, der kann nicht im Bilde über den Zustand unserer Gesellschaft in dieser Hinsicht sein. Sorry, aber das klingt wie straight aus einem öffentlich-rechtlichen Redaktionshaus. Das geht, ohne zu tangieren, radikal an der Realität vorbei. Und dass du sagst, okay, es ist nicht mein Job, mich zu rächen. Es soll gerecht sein und nicht Rache sein.
Und ich sollte das große Ganze sehen, weil die Dinge, die am Ende hier in Deutschland passieren, was du angesprochen hast, das ist das Ende einer Geschichte, die jemand anders anzettelt. Und wenn ich das irgendwann verstanden habe, weil es sind immer dieselben Muster, dann sollte ich anfangen aufzustehen, wenn es beginnt. Der Leopard 2, der heute geliefert wird, wird in ein paar Jahren den Flüchtling bringen, ja, der Gewalt aus der Domplatte macht. Das ist 100%. Ja. Okay? Und wenn du sagst, das geht nichts an, dann solltest du, das geht dich schon was an. Das geht dir schon was an. Also die Gewalt kommt als großer Boomerang zurück. Dann solltest du auf die Straße gehen, denn das, was diesen Menschen dort angetan wird, auf den sie dort schießen, das möchtest du doch auch nicht, siehst du? Und diese Ungerechtigkeit zurück. Und das ist das ewige Spiel der Rüstungsindustrie. Zum guten Abschluss nochmal seine Hauptpointe. Also nochmal Gurkensalat. Also zum krönenden Finale mit extra großen Stücken. Also noch einmal, Kevan ist ein intelligenter Mensch, umso fassungsloser bin ich, wie blind er in dieser Frage doch ist. Die Welt hat sich weitergedreht, die Debatte ist vorangeschritten, das, was er argumentiert, das hat man 2013 so gesagt und mittlerweile ist es noch nicht einmal mehr für Normis zu ignorieren. Und Kevan drescht derweil die immer gleichen Phrasen, um ja nicht eingestehen zu müssen, andere Kulturen bringen andere Sozialisationen mit und andere Sozialisationen können zu anderen Kriminalraten führen. Und wie immer für die IQ80-Kandidaten sage ich noch einmal das Selbstverständliche. Es ist nicht die Hautfarbe, es ist nicht nur der Islam. Der Islam hat aber eine sozialisierende Komponente und jeder, der etwas anderes behauptet, der hat sich nicht intensiv mit dem muslimischen Glaubenskonstrukt auseinandergesetzt. Und ja, ich wünschte auch, wir würden in einer Welt leben, in der alle Religionen gleich sind und wir reichen einander die Hände. Aber so ist die Realität nicht und das kann ich als Ex-Muslim beurteilen. Bestimmt besser als grüne Weltverbesserer, die ihre Utopie als Maßstab ihres Handelns heranziehen. Andere Kulturen bringen nun mal anderes Verhalten mit sich und es kann zu anderen Kriminalraten führen. Wer die Augen davor verschließt, der ist einfach nur ein Realitätsverweigerer. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, zur Not einfach nur Hashtag Gurkensalat und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Everybody comes to